Hallo, ja, ich bin eigentlich der Tamato, getarnt als Ruffy heute und mit dabei ist auch der Crash. Ich weiß auch nicht, was der macht. Ich habe übrigens das Ruffy-Cosplay gut hinbekommen. Ich habe sogar den Kratzer hier, wenn ihr das seht. Ja. Es ist ja Fasching, oder? Es ist Fasching, glaube ich schon. Ja. Hoffentlich. Ich hoffe, Spike. Wir sind nicht zu spät. Wir haben hier eine komische Spike-Figur, der hat auch den Synchronsprecher von Ruffy. Ja, der rülpst wie Ruffy, das ist ganz gut. Und ich habe auch eine Crash-Figur, also um mal hier mein Merchandise zu zeigen. Ja, und das ist das Intro, das habe ich nie zu Gesicht bekommen, wie ich klein war. Das ist wirklich, das ist toll, das Intro. Das ist auch Englisch, ich habe das nie verstanden damals. Auf jeden Fall durch jetzt übersetzen. Der Crash tut uns da in den Evolvore. Ja, ich habe das Intro immer, und ich gerne das Intro immer nachgespielt. Mit meiner Katze. Nein, habe ich nicht. Mit mir selbst. Ich war natürlich der Crash. So wie heute auch. Heute bin ich auch der Crash. Fall runter. Und da ist eine Freundin, die wird gefangen genommen und die müssen wir jetzt retten. Ist das... Was? Okay. Nein, ja, jetzt geht schon los. Erklär doch mal, wir spielen das ja nicht normal. Wir spielen das Wir spielen das eigentlich alles andere normal. Wir machen nämlich einen 100% Run und nicht nur das. Wir spielen das mit Controller teilen. Ja, Controller also, teilen. Das geht so. Ja, so geht das. Also das wird lustig. Ich lenk, er springt und dreht sich und das wird hoffentlich lustig. Also ich will mir jetzt keine vielen Erwartungen erhoffen, aber ich hoffe mir viele Erwartungen. Ja. Ja, mit dem Crash, der ist ziemlich dumm auf den Füßen, er kann nicht rennen. Oh ja. Oh ja, hier springt auf. Spring! Ich springe. Okay. So. Ja, diese Kisten, da kriegst du 10 Wumperfrüchte raus, das ist. Ich? Ah ja, ich bin ja der Crash. Du bist der Crash. Ja, du kommst, ich spring rauf. Ich bin oben. Ja. Okay, ich glaube, es ist gleich mal so schwierig. Also, wenn wir den ersten Level nicht schaffen, dann können wir uns wirklich schämen. Ja, was machst du? Du bist gerannt, du darfst nicht rennen. Gerannt. Ja, boah, das ist so absurd. Ja, zerstören den Blödsinn. Ja, alle Kisten. Ja, die Graben drehen, ich meine, hast du keine Erfahrung? Okay, die Graben drehen und. Spring drüber. Spring, drehen. Genau. Und jetzt da, ja? Das ist sehr saftig hier. Jetzt sind wir oben, das machst du. Ja, das ist das Glitch Easter Egg hoch 3x4,5 Quadrat. So, und jetzt? Und Achtung, fertig. Feuer, los! Sehr gut. Ja, Feuer ist auch. Ja, Feuer. Achtung, fertig, Feuer, los! Los! Und drehen! Ja, sehr gut. Let go! Und jetzt haben wir schon zwei Akku. Wir haben zwei Akku-Akkus, jetzt ist er golden, jetzt ist er vergoldet worden. Wir kriegen noch ein paar Lebens. Auch okay. Ja. Und jetzt muss ich das sagen, wir haben einen Vlog gemacht über die Spieleindustrie und der hat's in sich, kann ich euch sagen. Wir tun uns ja selbst ein bisschen an die Nase fassen. Mit seltsamen Bemerkungen, die ich dann eingeführt habe. Wir trennen einfach, wir schaffen. Mit Camtasia. Das ist ein ganz tolles Programm eigentlich. Es ist nur ein bisschen langsam. Oh, Achtung, fertig, Feuer, du hektischer Hektler! Warum sagst du Feuer? Mach mal ohne Feuer. Okay. Boah, wir sind jetzt schon mal gestorben. Könnt ihr Level eigentlich ganz von vorn schon machen? Ja, wir 100% Run. Achso, wir brauchen alle Kisten, oder was? Und nicht sterben. Und nicht sterben, ja, ich weiß. Das wird gar nicht. Spring! Und Rob. Und Rob. Wir machen mal den Level Rob, so. Rob, du Robo-Shake. Okay, mach mal alle Level so, oder? Da gehen wir den einfachen Weg. Ja, jetzt hat es eh keinen Sinn mehr. Jetzt haben wir den Perfect schon verpasst. Wir können ja nachholen, tja. Nachholen, immer du. Mit deinen Nachholen. Wir machen es mal. Achtung, fertig springen, okay. Du springst immer so früh? Ja, weil du Achtung, fertig springen sagst. Ich bin gesprungen, wie du Spring gesagt hast. Dann sag das nicht. Okay, Crash. Der Ruffy, der gibt mir dafür Fehler. Das glaubt man nicht. Okay. Jungle Rollers, okay. Ich sehe zwar jetzt vielleicht ein bisschen aus wie Ruffy, aber ich versuche nicht wie Ruffys Persönlichkeit quotient zu wirken. Ich bin vom Charakter eigentlich Lysop ziemlich nahe, würde ich von mir selbst behaupten. Ich weiß nicht. Für alle, die vielleicht schon ein paar Let's Plays von mir gesehen haben, können das vielleicht bestätigen. Ich weiß nicht. Ich habe so ein paar Lysopsche Züge. Aber mit der Lysop? Was hast du denn nicht Lysop Cosplay gemacht? Ja, weil der Strohhut ist gerade so parat gelegen. Ich habe das Band draufgepickt mit dem Dixo und den Kratzer gemalt mit Filzstift und die Zähne geputzt, weil Ruffy hat ja auch weiße Zähne. Mit Colgate habe ich die geputzt.
Wow, 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 das war nicht schlecht. Das war sehr schlecht sogar. Wow, töte es! Ich hab's getötet. Spring. Jetzt kommt Akko, super. One Piece Superpower Naruto. Es springt über. Upp, das macht mir nichts. Und spring! Ja, was springst du auf dem Rad herum? Ja, rupf doch deine Hühner aus, du Crash Bandicoot. So, die machen wir kaputt, da strömen wir die Säule. Und das ist gut. Bonusrunde, spring. Okay, du machst das gut. Jetzt dreh dich, du, die Akku ist weg. Wow, wir sind unserer Zeit voraus. Das sieht man, ich bin ein echter Pro-Gamer. Dreh dich, ja. Du bist, hey, ich weiß, was ich mache. Dreh dich, ja. Oh, pass auf, jetzt. Okay. Du musst mir nicht jeden Blödsinn sagen, ja. Okay, dann spring jetzt da. Ach, jetzt kommt die Bonus. Bonus-Rundus, okay. Bonus-Rundus, ip-ta-ta. Ja, diese Musik habe ich selbst erfunden. Toll, oder? Warte, wow, okay. Ja, du Cosplayer. So weit, so gut. Spring. Okay. Und spring und hopp und galopp. Und jetzt können wir ja speichern, oder? Wir können speichern, genau. Crash Bandicoot 1 hat ja ein Passwortsystem und wir können sogar speichern. Es hat also beides, es hat beides vom Ei. Wir haben 2%. 2%, das geht voran. Wir wollen ja 100 haben, und jetzt haben wir schon mal 2. Also achso, ich muss auch springen. Ja. Ich habe jetzt so in die Kamera geschaut. Und ein Strohhut. Safe Game. Was steht da? Nein, du runter. Wow, du musst einfach drüber. Das nein! Ja, das spielen wir. Okay. Nein. Empty. Saving. Wir hätten fast über mein Tales of Phantasia Save Block gespeichert. Dann wäre ich ausgerastet. Das spielt mir auch noch weiter, Tales of Phantasia. Natürlich. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, weil ja, du nicht springst und nicht aufpasst und über dein jetzt Tales komm. Redest, du Crash. Was hast du mit Tales am Hut? Du hast deinen Hut. Bock in den Nein! Was? Schau, drück halt vorwärts. Ich kann auch nicht springen, weil du nicht vorwärts drückst. Ich hab vorwärts gedrückt. Das ist allein deine Schuld. Ja. Warte, jetzt zählen wir ab. Achtung, fertig, Feuer los. Nicht von der Feuer! Ohne Feuer! Nein, kein Feuer! Alle Kinder machen das mit Feuer. Ja, okay, mit Feuer. Achtung, fertig, Feuer, los. Genau, jetzt hängt. Was ist jetzt? Jetzt hängt. Was leckt das denn so? Jetzt Tradi. Genau. Und wieder ein Level geschafft. Und sind einmal gestorben und haben kein Perfect. Wir machen die Perfect, doch keine Sorge. Wir schaffen das, wir werden immer besser. Warte, übrigens, halt nicht, dass ihr taub glaubt, wir schummeln. Nicht, dass ihr glaubt, wir sind taub. Wir müssen ja nicht so irgendwie spielen, aber das wird The Great Gate, nein, das ist blöd, das umhalten. Aber glaubt uns, wir machen das so. Oh, mein Kabel hat sich gerade verwickelt mit deinem Strohhut. Das ist natürlich ein Problem. Ja, definitiv. Definitiös, ne? The Great Gate, toller Level. Übrigens, ihr könnt es an der Musik hören. Da schreit immer so ein Typ irgendwie so: Hey, wo ist hier die Pizzeria? Komm, wirklich, Leute. Hört euch die Ost mal genau an. Der ruft immer einer so: Wo ist hier die Pizzeria? Und deshalb, der Onge hat mir damals natürlich viele unwahre Gerüchte erzählt. Er hat mir immer erzählt, dass es in dieser Level damals Pizza gab. Ich weiß auch nicht, was er damit gemeint hat, aber ich habe es auf jeden Fall geglaubt. Weil ich habe damals alles geglaubt. Choose your selection. Du bist der Fahrer. Spring, du und Tradi! Achtung, sag. Fertig, Feuer los! Und du drehst dich und zack, genau, und springen! Genau. Drauf und. Ach, du bist auch zu nix gut. So haben wir schon das Leben, komm jetzt. Und hoppa! Und das ist lustig, das machen wir jetzt wie Pro-Gamer, okay? Da nehme ich kein Blatt vor den Mund. Also kein. Ich bin eigentlich sehr froh, dass ich nur springen und drehen muss. Springen. Oh nein, das ist nicht die Töten! Wow, du bist gut! Ich weiß, dass ich gut bin, ja. Springen, drehen! Du bist auch nicht springen. Schlecht. Stehen bleiben, so machst du nicht. Du musst stehen bleiben. Stehen bleiben! Ja, du kannst stehen bleiben, du willst springen, weißt du nicht, dass du darüber jetzt. Okay, musst. Jetzt kommt die Frau mit dem Schild. Ist okay. Einfach, komm, die schaffen wir. Ich habe immer Angst gehabt, das Kind ja vom Weg einfach. Bleib stehen! Du bleibst. Schau, nein, warte! Jetzt von eben! Nein! Ich dachte, du springst! Ich springe nicht! Ich wollte dir was sagen! Komm jetzt! Spring! Okay. Nein, ich werde rennen! Achtung, fertig und Feuer! Nix Feuer, weg mit dem Kopf! Der Ruffy! Nein! Warum? Das wollte ich nicht! Warte! Nein, egal! Los, spring! Wow! Weil du nicht aufpasst! Jetzt aber bei der Frau, ich sag dir was. Du springst drüber und dann bleibst du einfach still stehen, okay? Ja. Siehst du? So mache ich das. Oh, like a boss, oder was? Ja. Achtung, fertig und los. Was ist? Wo war jetzt das Feuer? Ja, Achtung, fertig, Feuer, los! Du springst schon bei Feuer! Ich hab gedacht, man springt bei Feuer. Was ist das Feuer sonst? wie viel Leben 9, okay? Wir schaffen das aber. Ich glaube, wir spielen das Spiel so durch, mit Controller teilen und dann 100% abwechselnd. Weil okay. Das ist
das ist nicht lustig. Wir haben übrigens schon 10 Minuten, wir machen keine Partunterteilung hier. Hier, mitten auf der Mauer. Mitten auf der Mauer. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Ich bin Monkey D. Ruff, ich habe sogar den Kratzer richtig. Perfektes Cosplay, nicht wahr? Ciao da.